In dem Video mag ich dir eine meiner Outdoor-Uhren vorstellen, und zwar diese G-Shock. Und wenn dich interessiert, was diese Uhr kann und wo das Problem bei diesem Teil hier ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Ostern vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich werde immer wieder gefragt, René, welche Uhr hast du da und was kannst du mir da empfehlen und was hast du und bibabo. Und jetzt geht es einmal um diese G-Shock. Ich glaube, die ist 5230 heißt die, ja, ganz genau. Und warum habe ich mir die gekauft? Warum habe ich die? Zwei Gründe. Der erste Grund ist, die geht mit Solar und hat eine Funk. Einstellung. Das bedeutet, ich brauche mich nicht darum kümmern, dass die Uhr richtig geht, das tut sie automatisch und das ist sehr, sehr fein und sehr, sehr nett und alles cool und wunderbar. Und das zweite ist, sie ist massiv robust, sie ist wasserdicht, also ich meine, ich bin ja kein Taucher, aber das, was ich im Wasser mache, hat die bis jetzt bestens überstanden, also da gibt es überhaupt nichts zum Meckern und nichts zum Sudern. Sie ist wirklich richtig schön robust und ja, ich finde sie ansprechend, optisch auch ansprechend. So, warum habe ich mir die jetzt in so schwarz gekauft? Da gibt einige andere Farbtöne auch. Link zu dem Produkt findest du unten auf Amazon, dort habe ich sie übrigens auch gekauft und da kannst du anschauen. Aber die habe ich gekauft aus dem Grund, weil sie am günstigsten war. Wirklich, und weil sie mir auch gefällt, immer so schwarz und schön und ja. Und es gibt aber ein ganz großes Problem bei diesem Teil, und zwar die Ablesbarkeit. Jetzt, also diese analogen Zeiger hier abzulesen, das ist überhaupt kein Stress. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Billigsdorfer China-Uhr, die ich mal bei Gearbest bestellt habe. Also ich finde da jetzt, wenn ich die beiden vergleiche, jetzt mal von den Analogzeigern keinen Unterschied. Wo es bei der aber meiner Meinung nach ein bisschen hakt, das sind jetzt, so jetzt halte ich es ein bisschen schräg, diese kleinen Teile da, ja, diese kleinen Digitalanzeigen, wenn nämlich das Licht nicht passt, ja, oder du zu schräg oder zu gerad drauf schaust, oder ja, also das kann man irrsinnig schlecht ablesen, diese digitalen Anzeigen. Ich meine, das ist halt ganz einfach so, ja, was soll ich tun? Du kannst hier zum Beispiel unterschiedlichste Einstellungen machen, du kannst Weltzeit sozusagen einstellen, also ich habe jetzt auf die Rom eingestellt, es gibt einen Timer, es gibt eine Stoppuhr, es gibt dann eine Alarmfunktion und gut ist. Dann da oben kann man draufdrücken. Da schaltet sich dann ein bisschen ein Licht ein. Dieses Licht, das ja, ist bei Nacht okay. Nur man sieht dann trotz alledem die Digitalanzeige in der Nacht nicht, wobei das ist ja nicht unbedingt nötig. Dann hier diese, der Minutenzeiger und auch der Stundenzeiger. Die haben so ein bisschen eine Leuchtkraft, aber auch nicht allzu lang. Also da ist zum Beispiel jetzt die hier deutlich länger, wobei die auch noch kein super Luminova und diese tollen super Leuchtzeichen und Möglichkeiten hat. Aber ja, so schaut es halt ganz einfach aus. Also das finde ich leider ein bisschen traurig. Das ist der Nachteil bei diesem Teil. Ansonsten mag ich sie sehr, sehr gern. Ja, mag ich sie wirklich sehr, sehr gern. Nur, ja. Ja, kann man noch einmal umstellen. Da könnte ich mir jetzt noch einmal die Zeit auch noch einmal digital anzeigen lassen. Hier unten, das sieht man leider jetzt schlecht. Da ist der Sekundenzeiger, du siehst die 7, 8. Also die Sekundenanzeige. Ja, so schaut's aus. Insgesamt ein nettes Teil, weil mich einige gefragt haben, was ist das jetzt hier? Mag ich gleich das Video dazugeben. Ja. Wollte ganz einfach vorstellen, und wenn dir das Video gefallen hat, mag ich dir um einen Daumen nach oben bitten, ich mag dir um einen Kommentar bitten, was du von G-Shock hältst und ob du solche Uhrenvideos von mir gut findest und ob ich die immer wieder mal, nicht jetzt permanent, aber immer wieder mal machen soll, ja, dann bitte einen Kommentar. Ja, dann unten der Link zu dem Produkt, wenn es dich interessiert. Ich sage danke fürs Dabeisein, dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.